Hallo Leute, ich bin's wieder, Paul. Ihr seid bei Candlelight Gaming und ihr wollt Pokémon Feuerrot. Ihr kriegt Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir uns den Meisterball besorgt und haben die Silph-Co. vor der Übernahme von Team Rocket gerettet und in diesem Part möchten wir gerne Sabrina besiegen, die Arenaleiterin dieser wunderschönen Arena. Problem an der Sache ist, es gibt, was ich glaube, dreimal, nee, ich glaube, es sind viermal drei Räume. Also 12 Gegner minus einem, wo der Startraum ist, war bei 11 minus Sabrina, sind hier also 10, ich glaube 10 Mädels müssten hier rumrennen, die wir alle besiegen müssen. Kann ein bisschen nervig werden. Aber schau mal, ich möchte auf jeden Fall jeden Gegner hier mitnehmen, alleine die sind alle relativ hoch vom Level her, das heißt, man kriegt auch noch gute Erfahrungspunkte. Und gerade Flamara kann die jetzt am Anfang noch gut gebrauchen, würde ich sagen. Um dann am Ende Sabrina einfach alleine zu besiegen. Brauchen gar keine anderen Pokémon. Wir setzen diesmal zuerst Ruckzuckieb ein. Weil wir es können. Und weil ich wusste, dass ein Aussetzer kommt, der vielleicht unseren Biss blockiert hätte. Weil ich mega klug bin. KLUK und so. So, jetzt kommt ein Lamus. Ich glaube, da sollte ich aber von Anfang an Biss einsetzen, denn unter Umständen kann ich es zurückschrecken lassen, denn ich glaube, das besiege ich nicht mit. Doch, besiege ich auch mit zwei Bissen. Das ist super. Und es schreckt zurück. Sehr, sehr gut. Flamara hat bisher noch kaum Schaden bekommen. Hat noch ein paar Mal Biss zur Verfügung. Das ist sehr gut. Und ist sogar schon wieder fast Level 39. Ich bin zufrieden. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß immer nicht, wie ich hier laufen muss. Das heißt, ich laufe hier einfach, wie ich möchte. Da unten. Dadurch kommen wir auf die andere Seite. Okay, nein, es sind also drei. Drei mal drei sind neun. Minus zwei sind sieben. Also müssten sieben Gegner sein. Einen haben wir schon besiegt. Sind noch sechs. Das ist jetzt die fünfte. Also glaube ich. Kann da sein, dass es nach oben auch vier Räume sind. Nicht drei. Aber das werden wir noch sehen. So, Nebulak kriegt einen Biss ab. Auch das ist sehr effektiv. Das sollte für ein Level-Up, glaube ich, reichen. Tut es auch. Flamaras Level 39 und kommt dem One-Hit gegen Simsala immer näher. So. Nächster Biss. Wir werden hier bestimmt einmal rausgehen müssen und uns komplett vollheilen müssen, damit Flamara genug Bisse einsetzen darf, kann, soll, muss. Und ich denke, wir werden hier auch nicht großartig auswechseln. Völlig egal, wir ziehen jetzt einfach Flamara durch, dann ist Flamara hier halt am Ende der Arena Level 44 oder so. Kann uns doch im Grunde auch völligst egal sein. So, von wo sind wir gekommen? Von da unten. Also gehen wir einfach wieder hier lang. Da ist schon Sabrina, aber leider auf der falschen Ebene. Hallöchen, Sabrina ist jünger als ich, trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Supi. Geh mal weg, Alter. Das Gute ist halt, wir haben halt weder mit Psycho noch mit Geist-Pokémon in dieser Arena großartige Probleme, was Flamara angeht. Weil Flamara hier einfach durchsweept wie ein geisteskrankes, gestörtes Pokémon. Es beißt sich einfach in den Geistern fest. Zack, auch das war wieder ein One-Hit. Ich denke noch zwei Pokémon und Flamara ist Level 40. Ich bin ein Fan von immer einfach immer nur von links nach rechts laufen oder von rechts nach links, je nachdem, wo wir rauskommen, ohne irgendwie die Höhe zu ändern. Also die Ebene, auf der wir laufen, zu ändern. Das ist Level 38. Das könnte jetzt gemein werden. Das hat gut Schaden gemacht, weil es mal wieder ein Volltreffer war. Und ich glaube, Biss reicht nicht. Das reicht. Okay, ich habe mich gehört. Ich habe nichts gesagt. So, nächstes Pokémon und wir sind Level up mit Flamara. Seht ihr, wie gut das funktioniert? So.
jetzt diesen jemand hier besiegen? Psycho Berthold. Oh, es sind sogar Kerle hier. Ich dachte früher, ich bin der Meinung, früher waren hier nur Frauen in der Arena. Kann sein, dass ich mich auch da irre. Aber Berthold ist mir neu. Psystrahl tötet uns nicht. Sehr gut, dankeschön. Dann sind wir nämlich jetzt Level Up. In diesem Augenblick geworden. Sehr schön. 3 auf Angriff. Sehr, sehr gut. Und Spezialdefensive sind wir auch relativ hoch. Was uns auch wieder hilft, gegen einen Simsala einen Angriff zu überleben. Wir sind auf jeden Fall schon mal schneller als ein Kadabra, was 6 Level unter uns ist. Aber wir schaffen es nicht, es zu one-hitten. Das ist schade. So, es erhöht die Verteidigung. Das ist uns relativ egal. Wir machen Ruckzuckkeep, dass wir auch bloß als Erster angreifen können. Damit wir jetzt nicht nochmal Schaden kriegen vielleicht. Wäre ein bisschen doof. Wenn es vielleicht doch plötzlich schneller ist als wir. So, wir wollten hier unten weitergehen, nicht wahr? Die hatten wir schon. Den hatten wir noch nicht. Seht ihr, wie schon gesagt, immer oben langlaufen. Ich glaube, irgendwann kommt man zwangsweise zu Sabrina. Und auch wieder raus. Lamos schaffen wir auf keinen Fall einen One-Hit. Aber wenn es nicht eine Wasserattacke einsetzt, überleben wir vielleicht sogar was. Oder es schreckt zurück. Komm schon. Ja, sehr gut. Das ist was, worauf wir immer hoffen können, dass wenn es eine Attacke überlebt, es zurückschreckt. Das ist jetzt doof. Panzerschutz ist super. Denn Panzerschutz erhöht zwar seine Verteidigung. Ich glaube, der Volltreffer wäre nicht nötig gewesen, denn Ruckzuckkeep macht schon genug Schaden. Wir haben sehr hohen Angriff, das sollte immer alles gut passen. So. Immer schön da langlaufen. Den hatten wir auch noch nicht. Besiegen wir den auch noch schnell. Nein, deine Psy-Kräfte machen mir keinerlei Angst. Ist eher so, dass ich sie lustig finde. Psycho Alex. Jetzt haben wir, glaube ich, allerdings ein Problem. Wir sind auf jeden Fall schneller und wir one-hitten das Kadabra auch auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass er vielleicht was einsetzt, was wir nicht one-hitten. Es gibt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Fleckmon ist immer nur so eine Sache, wenn es eine Aquaknarre oder so einsetzt, kann das hier noch ein bisschen kritisch werden. Denn, okay, ich dachte, wir one-hitten es nicht, aber anscheinend doch. Und schade, Level 44 war wohl ein bisschen zu hoch gestochen. Denn ich glaube, das ist schon der letzte Gegner, den wir hier besiegen können, abgesehen von Sabrina. Zugabe, sehr gut. Damit haben wir gar kein Problem. Solange wie es uns keinen Schaden macht, haben wir mit Zugabe gar kein Problem. Da wir ja sowieso Biss einsetzen, was uns in dieser Arena einfach mal zu dem obersten Mech auf diesem Planeten macht, das ist schon alles sehr, sehr in Ordnung. So, noch mehr Defensive, also Spezialdefensive. Damit wir so viele Attacken wie möglich überstehen gegen einen Simsala. Simsala ist auch das Pokémon, was mir hier am meisten Angst macht von Sabrina. Was hat sie? Ich glaube, sie hat einen Kadabra, einen Simsala, einen Pantimos und vielleicht noch irgendwas. Ich weiß aber nicht genau, was sie hat. So. Schauen wir mal. Jetzt können wir uns hier... Können wir hier erstmal wieder raus? Okay. Und können... Zack. Muss nochmal schnell heilen. Wie schon gesagt, Sabrina müsste jetzt der letzte Gegner in dieser Arena sein. Das heißt, sich jetzt zu heilen, ist das Beste, was man tun kann. Wir sind relativ gut durch die Arena durchgekommen, haben nicht mal unser Flamara verloren, obwohl der Levelunterschied gar nicht so berauschend groß war zu den normalen Gegnern dann. Ich kann euch auch schon mal sagen, was uns als nächstes erwartet. Wir werden versuchen, dieses Mal wirklich einen Relaxo zu fangen und dann die Fahrradroute abzuklappern. Die Fahrradroute abzuklappern, damit wir da nochmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln, damit wir dann in Fuxania City relativ fix die Arena machen können. Dann sind wir auch im Grunde, in Anführungsstrichen, schon fast durch. So, schauen wir mal.
Mal gucken. Uppala, wollte ich gar nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss wieder zurück. Lass nämlich durch. Ich bin Chirurg. Ich muss nach Brandenburg und so. Ab und zu hilft es auch einfach nur von oben nach unten zu rennen. Und ich hatte ja auch schon, ne? Ah, komm schon. Da ist er. Sehr gut. Und dann auf in den wilden Kampf. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorhergesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Immer her damit! Ich stehe auf deine Kräfte. Ein sehr hübscher Sprite, wie ich finde. Ich finde, das ist so ziemlich der hübscheste Arenaleiter, den ich jemals gesehen habe. In der Serie war sie ja eher abartig, also nicht abartig, aber nicht wirklich ansehnlich. So, Freunde. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ihr seht schon, das Kadabra ist jetzt schon schneller als wir. Aber solange wie es nur seine Spezialverteidigung erhöht, ist uns das völlig egal. Sehr ist natürlich nervig. Sehr ist natürlich richtig nervig. Man könnte jetzt in zwei Runden einfach auf Hypno auswechseln. Da, wenn ich jetzt nicht wieder was Falsches sage, Psycho-Attacken auf Psycho-Pokémon nicht effektiv sind. Zumindest sehr effektiv, glaube ich. Würden wir so halt schon mal ein bisschen Schaden abfangen. Oh, sehr schön. Den Flamara nicht ertragen muss. Müssten wir dann nämlich jetzt machen. Müssten wir jetzt auswechseln. Omot. Das ist sogar super. Denn Omot ist Gift. Da können wir mit Hypno sogar mit Psychokinese rangehen und ordentlich Schaden drücken. So. Dann Psychokinese. Blutsauger macht uns nichts. Also sollte zumindest nicht. Nicht sehr viel zumindest, wie man sieht. Na, das ist Schaden, den man geben kann. Jetzt kommt Seer. Der dürfte eigentlich nicht so viel Schaden machen. Hoffe ich. Geht. Geht. Da kommt der Hypertrank. Das ist nervig. Aber dadurch kann Omot keine Attacke einsetzen und es wird dann jetzt auf jeden Fall, wenn so viel eine Psychokinese schon an Schaden macht, dann können wir auch gerne nochmal mit Psychokinese angreifen. Mit Konfusion. Allerdings habe ich vergessen, dass er Blutsauger einsetzt, was ein bisschen Life zurückgibt. Reicht trotzdem aus. So, dann kommt jetzt Simsala, wenn ich mich nicht irre. Genau. Da möchten wir dann doch gerne wieder, ups, da unten ist es, Flamara haben. Das Pokémon der Wahl. Ich bin gespannt. Töte uns nicht. Oh. Noch eine und wir sind besiegt. Wir können jetzt einfach nochmal so viel Schaden wie möglich raushauen. Weil ich glaube, es würde uns jetzt besiegen. Und da kommt der Ruckzuck Keep of Doom. Sehr schön, das war's. Also die Arena war nicht wirklich schwer, wie ihr seht. Eigentlich Flamara und Hypno Gangnam Style. Smog. Wollen wir auf dem Vieh Smog haben, ist die Frage. Es hat ein bisschen weniger Schaden als Feuerwirbel, weil Feuerwirbel ist ja Step. Kriegt also Schaden obendrauf. Allerdings könnten wir eventuell vergiften und das da bringt uns halt gar nicht so viel. Ich finde es gar nicht schlecht, vergiften zu können, muss ich gestehen. Ups. Ja, oder wir lassen es. Da habe ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Ich muss zugestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Ist nett, dass sie sagt, dass sie sich nicht allzu sehr angestrengt hat. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Das wäre schön, wenn man diese Information wesentlich früher kriegen würde.
Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Das ist TM4 und das enthält... Bop, bop, bop. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese lernen. Viele wissen es nur nicht. Fraglich ist, ob irgendeines unserer anderen Pokémon Psychokinese lernen kann, was ich fast bezweifle. Jetzt habe ich vergessen, das ist TM4, ne? Also irgendwo hier oben. Nee, TM. Was war denn das jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Anziehung, Erholung, Geheimmittel, Folterknecht. Aber nicht Folterknecht, oder? Heroas, Felsgrab, Körperfrustration, hatten wir alles schon verhindert. Guter, Porzer, Buller, Gedanken. Ja, Gedankengut war's. Na. Gedankengut braucht niemand. So, jetzt müssen wir wieder zurück irgendwie. Das ist ein bisschen. Das dauert ein bisschen zu lange und wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen. Da hauen wir hier mal fix ab. Ja, setz mal ein, bitte. Ups, Dankeschön. So, Pokémon. Ibitag, fliegen. Da wir uns jetzt noch ein bisschen auf der anderen Route beschäftigen werden, werden wir das hier so schnell wie möglich abarbeiten. Oh, Müll. Gab's da auch Hyperbälle? Ich muss jetzt mal kurz schauen, ob es in Fuxania City Hyperbälle zu kaufen gab. Wenn ja, hätte ich gerne welche. Ach, verdammt. Gib mich. Was kann ich kaufen? Hyperbälle. Davon kaufen wir jetzt erstmal mal 20 Stück. Sollten reichen. Oh, Moment, Moment. Ich hab schon 21. Gut. War doof. Brauche ich gar nicht. Dann werden wir jetzt... Warum setze ich eigentlich immer das Fahrrad ein? Dann haben wir gerade umsonst ein bisschen Flug-Action gemacht. Fliegen wir jetzt nach Prismania City, heilen unsere Pokémon und begeben uns zu Relaxo und versuchen in diesem Part noch schnell Relaxo zu fangen. Wie schon gesagt, ich will alle seltenen Pokémon fangen, die es in diesem Spiel gibt. Dazu gehört Lapras, das haben wir schon. Und auch Relaxo, das erste haben wir leider entkommen lassen, weil wir uns gesagt haben, na komm, hat keinen Sinn. Ich hätte gerne Hypno vorne. Miau. Im schlimmsten Fall müssen wir den Meisterball einsetzen. Aber ich würde es gerne für ein anderes Pokémon aufheben, weil da gibt's doch eins, das sehr nervig zu fangen ist. So, komm her, du brummiges Relaxo. So. Zuerst einmal Hypnose. Ach genau, es hat eine Maronbeere. Ist aber gar nicht schlecht. Weil dadurch ist das schon mal weg und es kann sich nicht, es kann nicht Erholung einsetzen und sofort wieder aufwachen. Ah, jetzt geht meine Attacke die ganze Zeit daneben. Oh Gott, das gibt's doch wieder nicht. Ja, setz Erholung ein, du doofes Vieh. Hasse dich. Hasse dich auch so sehr. So. Damit trägt's auch die Beere nicht mehr. Und schläft jetzt endlich. Und du bleibst schlafend, bitte. Danke. So.
Schauen wir mal, ob jetzt schon Hyperball ausreicht. Ach Quatsch, sind ja in der Balltasche. Hyperball! Yeah, hat nicht geklappt. Kann natürlich noch eine Kopfnuss einsetzen, in der Hoffnung, dass es nicht tötet. Und jetzt ist es aufgewacht und setzt Erholung ein. Er schreckt zurück. Sehr gut! Bleib drin. Oh, gibt es nicht. Komm schon. Das ist so ein Arsch-Pokémon. So, bevor es hier irgendwelchen Blödsinn macht, Hypnose. Nicht Erholung. Sehr gut. Nicht Erholung. Sehr gut. So, es schläft. Dadurch sollte es jetzt nochmal leichter sein, dieses Pokémon zu fangen. Wir sehen ja, wie leicht es bisher ist. Alter, das ist unnormal. Dieses Pokémon trollt mich zum Tod. Wir wollen doch nur ein Relaxo haben, oder? Ist aufgewacht. Kopfnuss. Zum Glück nur eine Kopfnuss. Jetzt bleib liegen. Ey, Mann. Ah, nerv. Es wäre fast drin gewesen. Es ist ein verdammter Hyperball. Gibt's doch nicht. Das Gute ist, es setzt keine Erholung ein. Normalerweise hätte es schon längst Erholung eingesetzt. Problem ist halt, ich kann auch keinen Schaden mehr machen, sonst stirbt's. Oh Gott. Ich glaube, das Pokémon ist so senil, es denkt, es schläft und setzt deswegen Schnarcher ein. Oh Mann. In diesem Augenblick hasse ich Relaxo. In diesem Augenblick hasse ich Relaxo bis aufs... Weiß ich nicht. Bis auf den Nerv. Ich mag's nicht. Soll sterben. Das trollt uns. Das Pokémon trollt uns. Guckt euch den Scheiß an. Na, und jetzt setzt Erholung ein. Hasse dich. Hasse dich. Einmal kann ich noch Biss einsetzen. Oh Mann, ich hasse dich. Ich hasse dich. Feuerwirbel macht wenigstens immer noch ein bisschen Schaden. Komm, machen wir halt das auch noch. Das ziehen wir jetzt durch, Leute, ist mir egal. So, Schreck zurück, sehr gut. Aber Ruckzuckieb macht nicht so viel Schaden. Okay, das war's mit Relaxo. Egal, wir haben's probiert. Jeder hat's gesehen, wir haben's probiert. Relaxo ist auch kein so seltenes Pokémon. Nur ist mir jetzt aber auch egal. Dieses doofe Pokémon wollte uns ärgern, hat's getan, hat irgendwie was, 7, 8 Hyperbälle geforst. Es ist ein Pokémon, das ich einfach verachte, verabscheuungswürdige und einfach nicht mag. Es ist doof. So. Also ihr seht, wie man es nicht macht. Eigentlich sollte man es
Nicht töten, sondern fangen. Ich hätte mir jetzt hier auch einen Safe-Stand anlegen können, aber es war mir zu doof. Jetzt ist das Vieh halt weg und, nee, geh weg. So. Gucken wir mal kurz, ob hier oben irgendwie so ein Professor Eich-Typi ist. Da ist einer. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 40 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Das Münzamulett. Ah, brauchen wir nicht. Das Münzamulett gibt uns, wenn ein Pokémon am Kampf teilgenommen hat, dass es dieses Amulett trägt, gibt uns das mehr Geld. Letztendlich ist uns mehr Geld aber im Grunde egal, weil wir haben eh mehr als genug. So. Es darf endlich mal wieder ein anderes Pokémon ran. Ich tausche das mal wieder so, wie es zu sein hat. Zwar genau so. Hier machen wir im nächsten Part weiter. Wir schnetzeln uns darunter und versuchen dann Koga zu besiegen. Also dann. Wie immer, ne? Hier alles. Hier andere Projekte angucken, cool sein, uns liken, uns abonnieren. Nein, Spaß. Macht, worauf ihr Lust habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet so viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.